In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch der Bilstein B3 Luftfeder an der Hinterachse des BMW X5 E70. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedern immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedern ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit der neuen Luftfedern. Kontrollieren Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Nehmen Sie die Luftfeder aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass sie weder verdreht noch beschädigt ist. Lesen Sie während der Arbeiten aufmerksam die Montageanleitung und befolgen Sie strikt den Ablauf der Arbeitsschritte. Vor dem Ausbau der Luftfeder wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung, dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Demontieren Sie die Räder. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten an der Luftfeder stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie den Kofferraumboden und die darunter liegenden Verkleidungen. Öffnen Sie die Serviceklappe auf der rechten Seite des Kofferraums und entfernen Sie die Sicherungen der Luftversorgungsanlage. Demontieren Sie die Verkleidung und legen Sie die Befestigungspunkte der Luftfeder frei. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig am Verteilerblock oben an der Luftfeder, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Entfernen Sie die Gummimanschette und demontieren Sie die Druckleitung. Demontieren Sie die oberen und unteren Befestigungen der Luftfeder. Die Luftfeder kann nun entnommen werden. Die Montage der neuen Luftfedern erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Setzen Sie die neue Luftfeder ein und montieren Sie die oberen Befestigungen. Entfernen Sie die Schutzkappe am Druckleitungsanschluss der Luftfeder und montieren Sie die Steckkupplung. Der Sicherungsring muss hörbar einrasten. Heben Sie das Fahrwerk mittels Montagehilfe an. Montieren Sie die untere Befestigung der Luftfeder. Lassen Sie das Fahrwerk mittels Montagehilfe vorsichtig ab. Platzieren Sie die Gummimanschette über der Luftfeder und montieren Sie die Druckleitung an der Steckkupplung. Beachten Sie hierbei das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Setzen Sie die Sicherungen für die Luftversorgungsanlage im Sicherungskasten ein und schließen Sie die Serviceklappe.
schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie die Luftfeder nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Verkleidungen und den Boden im Kofferraum. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.